Weiteres zum Thema Projektmanagement. Interessant, wenn ich zum Beispiel, sagen wir hier auf Gesichter klicke und dann nehmen wir da mal meine liebe Frau und ich klicke hier auf dieses Bild und ich habe keine Ahnung, wo in dieser Struktur sich dieses Bild befindet. Bis jetzt konnte ich einfach sagen, Rechtsklick auf ein Bild, ich gehe da zum Beispiel mal näher ran, Rechtsklick und ich konnte zum Beispiel sagen, im Finder anzeigen, das geht nach wie vor, aber was wir neuerdings tun können, ist, ich kann per Rechtsklick auch sagen, in Projekt anzeigen. Das geht auch im Menü Ablage, auch dort gibt es im Projekt anzeigen und jetzt sehen Sie, ich bin da, Shani und Michelle. Wenn ich da nochmal, sagen wir, auf die Orte klicke und mich da näher reinzoome, kann ich auch bei dieser Ansicht einfach einen Rechtsklick machen und hier im Projekt das Ganze anzeigen. Das ist eine nette kleine Neuerung. Wenn wir schon bei den Projekten sind, es gibt etwas, da ist mir der Kiefer auf die Tischplatte richtiggehend gefallen. Das ist absolut sensationell. Etwas vom Besten, was ich je gesehen habe von Apple und wenn Adobe das auch könnte mit Lightroom, dann würde ich schreiend ums Haus rennen. Das ist sowas von genial. Ich habe in meinem Benutzerordner, ich zeige Ihnen das kurz, habe ich ein Archiv, eine Archiv-Library. Das ist eine Library, wo ich einfach Bilder importiere, die ich in der Hauptlibrary zum Beispiel nicht mehr will. Interessant ist jetzt, früher musste ich Aperture beenden und neu starten mit der Alt-Taste, um zu sagen, von welcher Library ich starten will. Neu, und jetzt müssen Sie sich gut festhalten, können Sie sagen, Ablage zur Mediathek wechseln, geh doch bitte kurz ins Archiv. Und jetzt werden Sie sehen, nach ein paar Sekunden habe ich das Archiv geöffnet. Ich sehe sogar da oben, dass ich im Archiv bin. Ich will zurück in die Hauptbibliothek, zur Mediathek wechseln, Main Library. Was jetzt natürlich noch der absolute Oberbrüller wäre, geht aber nicht, wenn ich in der Hauptlibrary bin und eine Suchabfrage über alle Libraries starten könnte. Das geht nicht. Ich muss mich in der jeweiligen Library befinden, zum Beispiel in der Main Library, um dort zu suchen. Ich kann nicht übergreifend suchen. Aber immerhin, die Möglichkeit, Libraries zu wechseln, ohne das Programm zu beenden, ist sensationell und die Suche ist wesentlich weniger schmerzlos, wenn ich zwar nicht Library-übergreifend suchen kann, aber trotzdem Hotswap quasi die Library wechseln kann. Sehr gut gemacht, Apple, bin begeistert.